Hallo und willkommen zurück zu unserer heutigen Folge von Ad Finitum. Und da ist gerade von oben ein Ball runtergelaufen. Ich wundere mich gerade, wo der herkommt. Weil hier oben war ja kein Ball und hier oben war ja alles abgeschlossen. Es sei denn, ist es nicht mehr abgeschlossen. Doch, es ist immer noch abgeschlossen. Ja gut, der Boden ist hier oben relativ dunkel. Vielleicht habe ich ihn nur einfach nicht gesehen. Kann ja sein. Sehr geehrte Frau von Schmidt, bitte befolgen Sie meine Worte genauestens, damit die spiritistische Sitzung auch ohne mein Beisein zum Erfolge führt. Okay. Unterbrechen Sie die Aufzeichnung meiner Stimme auf dem Wachszylinder, bis Sie den von mir beschriebenen Schritt korrekt ausgeführt haben. Beginnen Sie, indem Sie die 5 silbernen Kerzenhalter auf dem Tisch platzieren, die ich Ihnen geschickt habe. Ich habe Sie natürlich in Weihwasser gebadet. Okay. Keine Ahnung, wann ich das jetzt mache. Du weißt ja eh, was als nächstes kommt. Die Kerzen einstecken. Sie haben die Kerzen und die Streichhölzer. Sehr gut. Stellen Sie nun die Kerzen auf die Kerzenhalter. Ja, sag ich doch. Und danach anzünden, ist schon klar. Das kann man auch in einen erklären, ehrlich. Das kriegen wir auch so hin. Das Geweiht-Pendulum wird Ihnen uns zeigen, in welcher Reihenfolge die Linien des Drohnenfußes zwischen den Kerzen mit dem Salz zu ziehen sind. Verwenden Sie das Pendulum und zeichnen Sie dann die Linien mit Salz. Dann fahren wir fort. Ich wüsste ja schon, was passiert. War ja klar, oder? Ist das Zeichen vollständig? Entzünden Sie nun die Kerzen. Ich glaube, ich muss die Musik wieder ein bisschen leiser machen. Ist das Zeichen vollständig? Entzünden Sie nun die Kerzen. Schnellster Kerzenanzünder der Welt. Sehr gut. Finden Sie nun einen persönlichen Gegenstand, der dem Toten gehört hat. Versuchen Sie es mit dem roten Ball, den wir in der Vergangenheit so erfolgreich verwendet haben. Sie haben den Ball, der Ihrem Sohn gehört hat. Gut. Nehmen Sie nun am Tisch Platz. Nochmal Audio, nochmal die Musik ein bisschen leiser drehen. Sie haben den Ball, der Ihrem Sohn gehört hat. Gut, wir sind bereit, mit der Seance zu beginnen. Platzieren Sie den persönlichen Gegenstand des Verstorbenen.
würde das ja gerne. Ah, jetzt geht's. An diesem Abend rufen wir die Angeloi an. Okay. Wisstet, dass der Okkultist Dupré, dessen Stimme ihr vernehmt, der die Chroniken von Akasha studiert hat, euer Gewahrt ist. Und nicht anwesend ist. Schön Sex. Ja, ich höre euch. Ich habe Angst. Oh, Angeloi und Geister des Willens. Ihr Diener des Herrn. Die Weisheit des alten Mondes ist mit euch. Schafft mit mir eine Astralbrücke. Losgelöst von den Fesseln von Ort und Zeit. Ich bin ja gar nicht Magdalena. Schatten durch dieses Haus. Geisterwesenheiten und Dämonen vergiften die Seelen derer, die sich ihrer nicht erwehren. Findet unter ihnen die Seele des Kindes. Findet sie und geleitet sie zur Mutter. Führt sie durch das Licht zu uns in den Kreis. Jetzt reißt aber langsam, du Sau. Es ist hier. Das Kind ist hier. Deine Mutter sitzt am Tisch in deinem Zuhause. Gehst du hier? Verstehst du uns? Geh zu ihr und gib ihr ein Zeichen. Oh, es geschieht. Wer weiß er das? Schließen Sie die Augen. Geben Sie der Seele Raum. Schatten. Sie sehen Ihren Schatten. Lassen Sie sich nicht von ihm verführen. Glauben Sie an das Licht der Mutter der Barmherzigkeit. Okay. Okay, bewegt er sich? Oh, rot. Sie dürfen auf keinen Fall rote Kerzen verwenden. Hören Sie, Frau von Schmidt, niemals rot. Danke für die Info, Arschloch. Das wusste er alles im Voraus, weil es ist ja eine Aufnahme. Okay. Die Mitte des Pentagramms. Ach ja. Keine weitere Anleitung? Nee, aber mir wird offensichtlich schon ruhig vor den Augen. Okay. Okay. Eine Blutspur. Ist das nicht der Rollstuhl deines Großvaters? Doch, du bist dir sicher. Jahrelang hat er bei seinen Koffern im Keller gestanden. Oh, ist nicht die Türschelle, okay. Yeah.
war es auch nicht. Wo war denn das scheiß Telefon? Hier war es auch nicht. Ich höre es deutlich auf dem linken Ohr. Jetzt höre ich es gar nicht mehr. Nein, hier ist es nicht. Das Telefon gesehen. Du warst auch nicht. Scheiße, wo war das fucking Telefon? Weiter. Okay, jetzt laufe ich noch mal alles ab. Ich habe Stoff voll. Hier ist es nicht. Okay, hier schellt es gar nicht. Wo schellt es denn dann? Okay. Das ist neu. Die Klingel hat aufgehört. Ist ja nichts. Also gut, dann gehen wir doch mal. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Oh, Entschuldigung, Leute. Oh. Es tut mir echt leid. Ich hab echt irgendwie jetzt Kribbeln in der Hand. So, kann man den Ton ausmachen. Oh, jetzt ist das Klingeln wieder da.
Oh, danke, Bruder Herz. Auch wenn du wieder aus dem Toten zurückkommst, heißt nicht, dass du mich tuten musst, oder? Aber dazu gibt es mir bei Ruinen. Oder wer immer du bist. Ich meine, ich habe eine männliche Stimme. Also ich kann ja nicht die Mutter sein. Und das mit dem roten Kerzen ist natürlich so. Du darfst keine rote Kerzen benutzen. Übrigens, das sage ich ganz am Ende des Bandes nach der Beschwörung. Tolle Idee. Top Info. Ah, bin wieder hier. Da, wo es angefangen hat. Ich will jetzt gerade nicht wissen, was das war. Ich habe auf jeden Fall keine Waffe mehr. Gedrucktes Bild, die Schmerzensmutter. War das die Schmerzensmutter? Demnach, ne? Da geht's ja nicht weiter. Habe ich einen längeren Aussetzer gehabt? Das ist der Kampf schon vorbei. Und ich werde erst nach dem Kampf wach. Schmerzensmutter kommt, um die Seelen zu holen. Oder so ähnlich. Das waren keine Soldaten in der Kirche. Ich weiß es. Ich habe Schreie von Frauen gehört, als unsere Gasgranaten eingeschlagen sind. Die anderen behaupten, dass ich mir das eingebildet habe. Aber ich weiß genau, was ich gehört habe. Ich glaube, Rosala weiß es auch. Er hat die Granaten verschossen und war kreidebleich. Heute Nacht werde ich nachsehen. Ich muss Gewissheit haben. Okay, Johannes von Schmidt. Ist er desertiert? Und deswegen haben sie ihn für tot erklärt? Das hätte ja eine Logik, ne? Ach. Okay. Irgendwas dahinter? Anscheinend nicht. Okay, muss man nicht verstehen, warum man die verschieben kann, ne? Okay, dann geht's eben nicht. Warum kann man die verschieben, wenn so oder so da nichts ist? Mal ganz ehrlich. Der Vollständigkeit halber. Okay, ein Kerzenhalter.
Ah. Spitzhacke. Mit der Spitzhacke kannst du morschen Holzbretter und maroden Wänden zu Leibe rücken, die dir im Weg stehen. Nett. Okay, hier geht's nicht. Es war irgendwie offensichtlicher, aber... Entre dans le anglais, nous partagerons avec vous ce don non-responsable. Also ich glaube, Eintritt für Englisch sprechende und der Rest verließen sie ihn. Kommt zur Kirche. Ah, Anglais ist Kirche. Entschuldigung. Wir teilen mit euch, was wir haben. Okay. Die Kirche, die wir in die Luft gesprengt haben, habe ich recht? Was? Warum habe ich jetzt Aua? Ist das die Kirche? Such Zuflucht bei der Mutter Gottes, komm zur Kirche. Naja, wir haben es uns ja schon gedacht. Lesen. Auch nicht. Hallo, könntest du mal? Wow. Ich weiß nicht, ob es hier wirklich weitergeht. Gucken Sie erstmal weiter um. Ich finde es schon merkwürdig, dass es hier noch einen Weg gibt. Eigentlich der Weg soll ja zur Kirche führen. Die ist ja da vorne. Offensichtlich. Okay, Motor läuft noch. Eigentlich im Krieg hat man immer versucht, Kirchen nicht zu treffen. Deswegen ist das so ein bisschen komisch gerade. Ja, vielleicht bin ich da auch im Irrtum. Okay. Okay, wir sind offensichtlich... Okay, jetzt wird's durch. Feind hat sich in der Kirche verschanzt. Okay, man kommt nicht rein. Das heißt, dann ist der Weg da hinten wahrscheinlich dann doch der Weg, den wir gehen müssen. Okay. Sieht aus, als wäre hier Panik ausgebrochen.
Die Frage ist jetzt wirklich, wo geht's weiter? Finde einen Weg in die Kirche. Also eigentlich kann es ja da hinten nicht weitergehen. Kann man speichern? Nein. Könnte es also nur ausprobieren. Geht sich weiter. Ich glaube, das sind so Fallen, mit denen man halt quasi, wenn ein Feind kommt, dass er da durchgeht, damit halt man gewarnt war. Okay. Aber warum dieser Bereich, den man gar nicht braucht? Das ist der Weg dann doch durch die Kneipe. Kaffee. An der Stelle mache ich nochmal Schluss mit der Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.